da ist in den vergangenen Jahren auch extrem viel passiert. Und der folgende Redner setzt sich seit einem Vierteljahrhundert, seit 25 Jahren für die Legalisierung ein, aber nicht nur dafür, sondern vor allen Dingen für das Bewusstsein um die alte Kulturpflanze Hanf. Ihr seht dort vorne den Pavillon oder das Pavillon vom Hanfmuseum Berlin. Und der folgende Redner ist Rolf Rollo Ebbinghaus. Ich will ein bisschen was dazu sagen, denn wir haben häufig Gespräche, oder was heißt häufig, aber wenn dann sehr intensive, ob wir schon was erreicht haben. Und es ist eine Frage des Blickwinkels. Und ich habe heute mal den Blickwinkel gewählt, was wir im Bereich Medical Marihuana erreicht haben. Und lieber Rollo, du bist schon da. Wir haben im Land Berlin vor vergangenen Freitag, vor 8 Tagen hat das Land Berlin bekannt gegeben, dass ein Antrag für Modellprojekte im September 2019 gestellt wird. Das, was Katrin Kappert-Gonter heute gesagt hat, wird Realität. Ich weiß nicht, ob das jedem von euch schon bewusst ist. Dazu hat sicherlich beigetragen, im September 2018, Erwin Rüddel, wer den Namen jetzt zum ersten Mal hört, ist auch nicht weiter wild, der Mann ist von der CDU und sitzt im Bundestag und ist der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Und der hat gesagt, ich möchte gerne Modellprojekte haben, weil sie A, die Emotionalität aus der Debatte herausnehmen und B, die Sachlichkeit reinbringen, denn er möchte aufgrund von Grundlagen, von Fakten eine Entscheidung treffen für Millionen Menschen, für Millionen Patientinnen und Patienten. 2017, wir machen einen kleinen Sprung, das Cannabis als Medizingesetz. Ja, es ist ein Anbauveränderungsgesetz meiner Meinung nach und vieler Meinung nach, aber trotzdem ist es da. 2016, Berlin entkriminalisiert bis zu 10 bzw. 15 Gramm. Und ich könnte jetzt so weitergehen bis 1998. Lieber Rollo, es ist viel passiert, viele kleine Schritte. Wir befinden uns in einer Evolution und der wirkliche Umbruch kommt. Rollo, deine Bühne. Mach du bitte. Es war einmal. Es war einmal. Es war einmal, ja, vor langer, langer Zeit, eine kleine Gruppe von Leuten, zwischen 20 und 30, ähnlich wie ihr, Hanf begeistert und schwer genervt von dem, was man so erfährt von der alten Kulturpflanze Hanf. Es war damals nicht groß anders als heute, muss man ganz ehrlich sagen. Henning hat viel Erfolge präsentiert. Man kann den Kopf auch hängen lassen und sagen, dass nicht so viel passiert ist. Weil es ist ja langweilig. Ne? Dementsprechend hat sich damals eine Runde von Leuten gefunden, die sagten, wir tun nicht nur was gegen die Langeweile, sondern auch gegen diesen elenden Umgang mit der alten Kulturpflanze Hanf. Denn wie wird man heute, wie wurde man damals von Hanf, über Hanf informiert? Hanf ist eine gefährliche Droge. Früher wurden auch Seile draus gemacht. Aber Seile braucht man heute nicht mehr. Was bleibt, ist die gefährliche Droge Cannabis. Drogen sind grundsätzlich gefährlich, deshalb am besten fasst man sie gar nicht erst an. Dementsprechend, da Hanf eine Droge ist, gefährlich, nichts mit zu tun haben, muss vorgewarnt werden. Dabei war schon damals klar und auch zumindest noch im Hintergrund bei den Leuten, dass Hanf viel mehr ist. Hanf ist ein Rohstoff zuallererst. Hanf ist viel mehr als ein Rauschmittel, auch ein Rauschmittel, ja. Das, was berauscht am Hanf, ist im Harz der Pflanze. Die Cannabinoide, die teilweise berauschen, aber auch viele positive medizinische Wirkungen haben. Hanf ist aber noch viel mehr. Hanf ist eine ganz wertvolle, wichtige Faser. Als noch Seile gebraucht wurden, war Hanf unersetzlich. Und heute könnte Hanf auch viel mehr benutzt werden. Selbst die Faser kann missbraucht werden. Drogen sind ja immer so gefährlich, weil Drogen werden missbraucht. Aber man kann auch die Faser missbrauchen. Man kann einen Strick daraus machen und Menschen dran aufhängen.
Das ist schlimm. Gefährlicher Missbrauch der Handfaser. Aber natürlich, in der Regel wird die Handfaser gebraucht, weil sie bringt Nutzen. Und auch ganz viele Cannabinoide werden gebraucht. Medizinisch, aber auch hedonistisch. Letzteres ist schwer kriminalisiert. Ersteres ist schwer von Hürden eingeschränkt, sage ich mal vorsichtig. Das ist heute gar nicht so viel besser geworden, wie es damals war. So wie ich angefangen bin, als es einmal war, als ich eine Handvoll Leute, ähnlich wie ihr, gefunden habt, um anders, um besser über die alte Kulturpflanze Hanf zu informieren. Danke. Hier könnte ich gleich auch Schluss machen. Aber mache ich vielleicht noch nicht ganz. Denn wie kommt man darauf, ein Hanfmuseum zu gründen? Genau, damit alle was davon haben. Und damit alle die Information, die sonst so dürftig sprießt, die sich sonst auf Droge und Mörderkraut reduziert, die mal ein wenig erweitert und auf das bringt, was Hanf denn wirklich ist. Denn Hanf ist natürlich zuallererst ein ganz wertvoller, nachwachsender Rohstoff. Wie gesagt, die Faser, ganz wichtig, wird gebraucht zu 99%, wurde missbraucht in 0,00 noch was Prozent. Die Schäben, der innere holzige Teil, gutes Streumittel, gutes Heizmaterial, gutes Dämmmaterial, da fiel mir jetzt gar nicht ein, wofür man das missbrauchen kann. Die Samen, ein ganz wertvolles Lebensmittel, sehr gesund, sehr nahrreich, eigentlich das Superfood 2.0. Aber der Anbau ist sehr schwer zu haben, besonders teurer. Und das war damals genauso wie heute. Deshalb bin ich angefangen mit Es war einmal. Und so sehr Henning mich auch ein bisschen positiv motivieren wollte, dass sich vieles gebessert hat, so kann ich auch sagen, vieles ist gleich schlecht geblieben. Damals war genau vor 25 Jahren, vor einem Vierteljahrhundert, hat das Hanfmuseum seine Pforten geöffnet. Seit einem Vierteljahrhundert kann man sich dort informieren und erfährt, dass Hanf viel mehr als nur ein Mörderkraut ist. Hanf ist viel mehr als nur ein Medikament, viel mehr als nur ein nachwachsender Rohstoff. Hanf, wie gesagt, ist bis heute darüber hinaus ein Politikum. Und dieses Problem hat sich bis heute nicht geändert. Bis heute wird in der Schule nichts anderes gesagt. Hanf ist eine Droge und Drogen sind gefährlich, deshalb fasst das nicht an, wir wechseln das Thema. Das reicht natürlich nicht. Das reicht auch den vielen Jugendlichen nicht. Und deshalb hat sich bei der Neugier der Jugendlichen bis heute nichts geändert. Seit 25 Jahren führe ich Schulklassen durchs Museum. Wobei mir eine Anekdote nach der anderen einfällt, aber hier bremse ich mich mal, weil ich werde langsam in der Zeit gebremst. Dementsprechend erzähle ich seit 25 Jahren den Schülern immer gleichen Alters, ähnlicher Couleur, immer wieder das Gleiche und ich stoße immer wieder auf die gleichen Probleme. An die Einstiegsdroge, bis heute hundertfach widerlegt. Musste ich eben noch drüber schmunzeln. Zwei gute alte Freunde von mir zu Besuch auf der Hanfparade aus Hamburg und aus Australien. Deshalb freue ich mich besonders, sie hier begrüßen zu dürfen. Wenn damals die Information über Hanf richtig gewesen wäre und Hanf eine Einstiegsdroge sei, Achim, dann würden wir alle drei schon seit Jahren tot auf dem Bahnhofzoo-Klo liegen. Und das tun wir nicht, weil Hanf ist keine Einstiegsdroge. Und Hanf ist auch kein Entschuldigung, ich kann es gar nicht mehr oft genug sagen. Wie Kalcha Candela eben meinte, wir wissen, worum es geht. Wir wissen, dass Hanf kein Mörderkraut ist. Dieses elende Politikum der Kriminalisierung, das ist nämlich die Krux. Das ist die Krux in der Medizin, weshalb so viele Menschen, so viele Patienten Probleme haben, ihr Medikament zu bekommen.
Das ist das Problem in der Landwirtschaft, was vielen Bauern so hohe Hürden legt, dass die sagen, ich fange den Hanfanbau erst gar nicht an. Und natürlich, das ist das große Problem der vielen Menschen, die Cannabis aus Genuss konsumieren, die bedroht sind von der Polizei vor Verfolgung, die sich durchsuchen lassen müssen, die sich behandeln lassen müssen wie der letzte Dreck, obwohl sie niemandem was zuleide tun. Und das muss aufhören. Und das ist seit mehr als 25 Jahren so. Deshalb super, dass ihr hier seid. Ihr seid, naja, ungefähr jetzt da, wo wir vor einem Vierteljahrhundert standen. Ihr habt noch Power und ihr seid noch wütend gegen dieses elende Unrecht der Cannabiskriminalisierung. Und deshalb fordern wir sofortige Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Sofortige Entlassung aller in diesem Zusammenhang Gefangener. Wir hier vergessen das schnell. Es sitzen bis jetzt Menschen im Gefängnis. Die sitzen im Gefängnis wegen Cannabis, die niemandem was zuleide getan haben, die ihren Freunden, die Kumpels noch einen Gefallen getan haben. Euch. Und dafür sitzen sie im Gefängnis. Das ist Unrecht. Lasst die Cannabis-Gefangenen frei. Und zum Dritten müssen alle durch die Kriminalisierung verursachten Schäden wieder gut gemacht werden. Jeder Tag Gefängnis, jeder Moment Untersuchungshaft, jede Überwachung, jede Verfolgung, die muss gerecht, die muss nachvollzogen und wieder gut gemacht werden. Dafür stehe ich hier, dafür stehen wir alle hier und dafür haben wir heute eine Monsterparty. Vielen Dank.